Eine unaufgeregte Allgäuerhaftigkeit. Hier ist ein Ort, wo man gut leben kann. Ich finde die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Leute unglaublich. Man kann sich gut entspannen. Es ist faszinierend. Und das gefällt mir sehr gut. Es ist Musik in der Leutekirche. Sie ist die Namensgeberin von Leutkirch. Einer Stadt mit Flair und Charme, die einnimmt und mitnimmt. Mit Lebensgefühl und Nähe. Also besonders toll finde ich die kurzen Wege. Man hat alles am Ort. Das ist ein Vorteil, das kann man gar nicht hoch genug ansetzen. Leutkirch im Allgäu. Große Kreisstadt im Landkreis Ravensburg. Kernstadt und die 8 Teilorte haben 23.000 Einwohner. Es lebt sich gut mit Blick nach Bayern und in die Alpen. Leutkirch ist aufstrebendes Mittelzentrum direkt an der Autobahn Bodensee-München. Leutkirch ist Stadt und Land. Leutkirch bietet Kultur und Natur. Leutkirch vereint Urbanität und dörfliche Strukturen auf 175 Quadratkilometern. Leutkirch trägt den Titel Sonnenreichste Mittelstadt Deutschlands. All das bietet den Rahmen, bewusst zu leben und aktiv zu sein. Heimelig und dennoch offen die Stadt. Attraktiv und schön, das Umland. Leutkirch bringt Arbeit, Leben und Freizeit unter einen Hut und schenkt reiche Eindrücke. Wirtschaft, Kultur, Freizeit, Sport oder einfach nur Genuss. Jeder findet sein Plätzchen. Wenn ich da hock, im Feierabend, dann trinke ich ein gutes Herle-Bier. Das ist ein einheimisches Bier in Leiker. Das ist die Brauerei Herle und da beziehe ich mir das Bier. Das hat mein Großvater schon getrunken. Mein Vater und ich mag es auch. Es ist eine ganz besondere Landschaft hier und von der Galluskapelle hat man überhaupt einen Rundumblick, den man sich nicht so schnell gönnen kann irgendwo anders. Am liebsten bin ich eigentlich auf dem Bockturm ganz oben. Da kommt man zwar sehr selten hin, aber der geniale Rundblick über die ganze Stadt, es ist faszinierend. Stadt und Land, Häuser und Höfe, Wirtschaft und Landwirtschaft und Kultur und Natur fügen sich harmonisch zusammen. Eine Stadt mit Zukunft und mit Vergangenheit. Und zwar war Leutkirch ein früher Missionspunkt bei der Christianisierung des westlichen Allgäus. Leutekirchen sind Kirchen für die Allgemeinheit, nicht für den Adel oder die Klöster bestimmt, sondern für das breite Volk, das sich hier einfindet und von weit her diesen christlichen Mittelpunkt besuchte. Mittendurch verlief die ganz wichtige Handelsstraße im Mittelalter von Augsburg über Memmingen durch Leutkirch nach Wangen an den Bodensee und von dort aus natürlich auch nach Italien über die Bündner Pässe. Leutkirch hat also Geschichte und entwickelt sich weiter. Leutkirch trägt das Siegel Nachhaltige Stadt, hat ein Bürgerenergieleitbild entworfen und will schnell energieautark sein. Hier denkt man vorbildlich an die kommenden Generationen. Das gilt auch für Betreuung und Bildung. 25 Kinderkrippen und Gärten und 24 Schulen sind in der Stadt. Der komplette Bogen von Grundschulen bis Gymnasien. Also ich finde, das Gebäude ist sehr schön und die Lehrer, die sind auch alle nett und die Schüler. Und die Klassenzimmer, die sind, da scheint immer Sonne rein, da ist immer ganz warm. Und der Schulhof ist auch voll cool. Ich finde es auch gut, dass es da eine Aula gibt, wo man auch Hausaufgaben machen kann. Zum Beispiel kochen kann man hier auch, also Koch-AG gibt es oder so. Abwechslungsreich, also da macht man Spiele und sowas gibt es auch. Und es gibt ja auch eine bilinguale Klasse, da macht man dann manche Fächer Englisch. In Leutkirch weiß man, gute Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Menschen gestalten Zukunft. Ökonomie und Ökologie, Landwirtschaft und Firmen machen die große Kreisstadt aus. Leutkircher Unternehmen sind hochspezialisiert, ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit gefragt. Sie bieten qualifizierte Arbeitsplätze. Wir haben hier ein gutes Fachkräftepotenzial hier vor Ort. Ja, wir haben eine gute Struktur, wir haben eine gute Verkehrsanbindung. Deswegen ist es eigentlich für uns nur richtig, hier zu entwickeln und zu produzieren. Da bietet Leutkirch natürlich auch mit der Nähe zum Bodensee, zu den Bergen, sehr viele Freizeitmöglichkeiten, was
für einen Zuzug der Mitarbeiter auch sehr attraktiv ist. Es gibt also viele Gründe, nach Leutkirch zu kommen. Arbeiten, leben, Urlaub machen oder die vielen Veranstaltungen besuchen. Leutkirch ist aktiv. Hinkommen ist einfach, ankommen auch. Das, was uns ursprünglich als verstaubt anmutete, hat sich doch als sehr liebens- und liebenswert entpuppt. Natürlich machen es die Menschen aus. Die Menschen, die uns hier begegnet sind, die uns mit großer Offenheit aufgenommen haben und ihre Begeisterungsfähigkeit. Das hat alles dazu beigetragen, dass wir gelernt haben, hier ist ein Ort, wo man gut leben kann. Das Miteinander macht's möglich. Engagement gehört in Leutkirch zum guten Ton. Es gibt alleine 15 Musikkapellen, 320 Vereine und mehrere Genossenschaften, gerade fürs Thema nachhaltige Energie. In zahlreichen großen wie kleinen Projekten packen Menschen an, sorgen für Aufbruchsstimmung und ein aufrichtig sympathisches Wir-Gefühl. Ihr Motto: Bevor es ein anderer nicht macht, machen wir es gleich selbst. Wir in Leutkirch haben hier so ein tolles Kino. Und das war wirklich kurz vor der Schließung, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses Leutkircher Kino behalten. Und deswegen war die Idee da, wir müssen uns ein Programmkino für Leutkirch machen. Wir wollen was Eigenständiges machen. Mitmachen hat Kultur in Leutkirch. Und wenn etwas los ist, dann sind die Leutkircher da. Große Bekanntheit beschert der Talk im Bock, der interessante und bekannte Menschen lockt. Und wenn die in Leutkirch sind, kommen sie ins Plaudern, verraten Dinge, die man sonst nicht erfährt. Wann haben Sie denn Ihre eigene Akte gegaukt? Nein, das ist falsch verwendet, das Verb. Wenn Sie nun schon neudeutsche Wörter verwenden, dann sollten Sie das richtig tun. Also, meine Güte, das ist aber heute ja, richtig heute, Unterricht. Heute ist richtig hart für Sie. Ja. Aber aus der Mitte Leutkirchs entstehen weitere Events, Feste und Anlässe. Da gibt es Jazzkonzerte, das Altstadt-Sommerfest, den Cineclub und manches mehr. Dazu kommen Theatergastspiele, Konzerte, Kleinkunst. Leutkirch ist auch Mekka der klassischen Musik, denn seit vielen Jahren gibt es die hoch angesehenen musikalischen Sommerkurse. Ja, es ist für uns ein idealer Ort, um hier zu sein. Er ist von der Größe her fantastisch. Ich finde die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Leute unglaublich. Viele der jungen Leute sind bei Gastfamilien untergebracht, sind total glücklich, entstehen da auch Freundschaften. Die Leute hier sind auch sehr kulturell interessiert. Das heißt, die Konzerte werden auch gut besucht und man hat einen tollen Freizeitwert. Wir machen eigentlich jedes Jahr mindestens einmal einen Ausflug zum Eschachabaya. Es ist ein idealer Kompromiss zwischen Arbeiten und auch sich ein bisschen erholen. Es gibt weitere touristische Reize. Das authentisch renovierte Glasbläserdorf Schmiedsfelden. Es liegt direkt an der württembergisch-bayerischen Grenze, wo Kürnach und Eschach zusammenfließen. Schmiedsfelden ist eine Perle. Hier lebt sie noch, die Glasbläserei. Sehenswert sind neben der eigentlichen Glashütte Magazin, Verwaltungsbau sowie viele kuschelige Arbeiterhäuser. Von hier ist es nur ein Katzensprung in die wildromantische Adeleck, die einst das Holz für die Glasbläserei lieferte. Die pure Natur des kleinen Gebirgszugs strahlt die Magie des Allgäus aus. Da ist der prächtige Renaissancebau von Schloss Zeil. Majestätisch liegt er oberhalb der Stadt. Park- und Aussichtsterrasse stehen der Öffentlichkeit ganzjährig offen und lohnen den Besuch. Oder das Kapellenland südlich von Leutkirch. Ein Dutzend Kapellen krönen die Moränenlandschaft oder kuscheln in kleinen Dörfern. Sie sind sichtbare Zeichen für die Christianisierung des Allgäus und die der Schöpfung zugewandte Prägung der Menschen. Zum anderen sind sie Kleinode und Refugien aus Barock, Gotik sowie Neuzeit. Kultur und Natur gehen Hand in Hand. Die herrlichen Seen und die grün-liebliche Vorallgäu-Landschaft. Wandern, Radfahren. Baden, Wassersport, Wintersport, zum Beispiel auf 200 traumhaften Loipenkilometern, Entspannung pur oder aktive Erholung. Campingplätze, Gasthäuser und Hotels laden zum Bleiben. Und auch kulinarisch bieten Leutkirch und Umgebung viel. Selbst nach Valencia in Spanien hat sich der Urlaubswert herumgesprochen. Die Menschen sind bastante amables, man kann sich gut entspannen. Soñamos con tener en Allgäu la jubilación, sí. O medio año en España, medio año en Allgäu, algo así. Manch Leutkirch-Fan fährt auch aufs Geratewohl hierher, öfters.
Und wenn er spät abends mit dem Wohnmobil in Leutkirch anlandet, parkt er einfach auf dem Wirtshausparkplatz. Eine unaufgeregte Allgäuerhaftigkeit. Es gibt so ein dröhnendes Allgäu und es gibt so ein normales Allgäu, wo man aber, wenn man die richtigen Stellen kennt, einen wunderbaren Blick hat auf diese Allgäuer Welt und das gefällt mir sehr gut. Ist die Liebe zu Leutkirch erstmal da, erlischt sie nicht. Leutkirch überzeugt, denn hier kennt man seine Wurzeln und lebt in und von gewachsenen Strukturen. Und Leutkirch hat Zukunft, weil die Menschen mit beiden Beinen auf dem Boden sind.